Ey, yo Leute, was geht? Patch 9.18 ist da. Das wird ein relativ schneller Rundown, würde ich jetzt mal sagen. Viele von diesen Änderungen solltet ihr bereits kennen, wenn ihr den Kanal verfolgt habt. Einige davon wurden nochmal umgeändert. Das heißt, hier sind die welche drin, die ihr nicht kennt. Nicht vergessen, Leute, es wird ein Worlds-Patch sein. Das heißt, Riot will haben, dass alles so flashy wie möglich ist, dass alles so geil wie möglich aussieht. Und ja, wir machen den Start mit Aatrox hier. Die Heilung seiner Passiven geht von 100%, die er auf Minions macht, auf 25% runter. Wird seine Sustain in der Lane angreifen, besonders wenn er seine Passive auf ein Cannon-Minion nutzt. Und seine Q macht jetzt weniger Damage auf Minions und das consistent. Davor war es so, er hat 50% Damage drauf gemacht und hat dann irgendwann den vollen Schaden drauf gemacht. Jetzt ist es so, er wird nur noch 40% von seinem Q-Damage auf die Minions drauf machen. Diese Änderungen bedeuten folgendes. Erstens, also Leute, damit ihr es wisst, Aatrox war nicht ganz uncounterbar, ja. Das Problem bei Aatrox ist, er hat so gesehen zu viele gute Matchups. Du kannst ihn safe immer picken, egal was los ist. Und du kannst ihn flexen. Das heißt, du kannst ihn in der Top-Lane spielen und in der Mid-Lane. So, Mitte kannst du jetzt schon mal halbwegs knicken. Warum? Er kann zu langsam pushen und kann dadurch auch nicht schnell Lane-Prio aufbauen. Ne? Das heißt, er ist nicht der Erste, der die Wave komplett reinpusht. Das heißt, wird es ihm nochmal schwieriger machen, gerade weil er gegen Range-Champion spielt meistens, wo er nochmal die extra Sustain immer gebaut kann, die ebenfalls genervt worden ist. Das heißt, Aatrox ist jetzt höchstwahrscheinlich ein reiner Top-Lane-Champion. Jetzt ist aber auf der Top-Lane die Sache. Viele Top-Laner, also es gibt schon welche, die gegen ihn mithalten konnten. Klett war ein sehr guter Pick dagegen. Renekton war ein guter Pick dagegen. Ich weiß jetzt, GP, ne, das ist einer, der da standhält. Vielleicht noch ein Darius, aber ich glaube nicht, dass man einen High-Elo Darius sieht. Der Pick ist ja ein bisschen am Arsch jetzt, mehr oder weniger. Er wird immer noch okay sein, okay zu picken, aber er wird leichter zu Shutdown sein. Und deswegen mag ich die Changes, die sind... Ich bin aber einer von denen, die Aatrox hassen, Leute. Es gibt paar... Bei Akali genau dasselbe, ja. Ich versuche immer fair zu denken, aber diese beiden Champions, fickt euch. Akali. Okay, sie hat keinen Mikro-Stun mehr auf ihrer Ulti. Das kann was ausmachen, wenn Leute vielleicht Teleport machen wollen. Oder wenn die Leute mitten in einem Auto-Attack sind oder sowas. Kann sie den canceln? Ich finde diesen Mikro-Stun eh unnötig, weil ich verstehe nicht, warum sie den bekommen sollte. So, was macht ihre Ulti besonders, dass sie den braucht? Versteht ihr? Außer, dass man damit den Gegner nochmal irgendwie extra abfacken kann. Das hier ist aber huge, Leute. Der R2-Damage, der Execute-Damage von 200... Alter, das ist voll viel. Alter, warte mal, wie fällt er jetzt auf, wie viel Damage da drin ist? Krass, weil ihr dürft ja nicht vergessen. Seht ihr noch den ersten Teil ihrer Ulti, der zwar jetzt nicht so viel Damage macht, aber das ist wirklich... Richtig viel Damage. Geht von 255 auf 195 runter. 60 Damage weniger auf der Ulti, Leute. Das ist schon echt viel. Dazu kommt nochmal, dass der Cooldown um 40 Sekunden hochgeht. Aber Leute, wollt ihr einen kleinen Funfact wissen? Dieser Damage hier, der ist relevant, okay? Der ist relevant. Der zweite Damage, der ist gar nicht so relevant. Leute, wenn Akali auf ein Squishy drauf geht und sie dem 420 Damage mit der Ulti drauf drückt, ist das so oder so schon Overkill. Also das ist vielleicht dann noch ein Nerf gegen Tanks, ja, ab Level 3 Ulti juckt nicht, da ist es wieder gleich. Der Cooldown geht auch immer weiter nach unten. Der Cooldown hier wird auch nicht so wichtig sein, dass sie hier 20 Sekunden mehr hat, denn im Midgame heißt es nicht, cool, ich habe Ulti, ich nutze sie jetzt instant, ne, sondern die Situation muss sich auch erstmal ergeben, weil man im Midgame mehr mit Zeit entspielt. Von daher ist ein sehr starker Early Game Nerf, im Midgame sollte es sich wieder normalisieren und Late Game ist dann halt eh wieder relativ gleich. Leute, Annie bekommt jetzt nicht eine so harte Damage Reduction, wie es davor war, wenn ich mich nicht irre. Wenn Annie ihre E abmacht, bekommt sie Movement Speed. Das wird sehr nice sein in vielen Matchups und auch gerade im Midgame, wenn man versuchen möchte zu flanken oder überhaupt erst ranzukommen. Dafür wird sie weniger squishy, ja, denn ihre E... Nee, dafür wird sie squishier. Ihre E, die Damage Reduction geht nach unten. Ich bin aber ehrlich, Leute, ich glaube, dass das viel mehr ein Buff ist als ein Nerf, dass sie jetzt weniger tanky ist. Denn wer sagt schon, geil, Alter, ich bin Annie, ich will ein Tank sein. Sondern das Rankommen ist wichtiger für sie. Gerade auch, weil sie bis zu 50% Movement Speed bekommen kann. Alter, wann habe ich zuletzt eine Annie gesehen? Aber ich könnte schwören, die holen sich Protobelt. Eben damit sie rankommen können. Und jetzt fick drauf, Alter. Hol dir sofort einen Ludens, knall die Leute weg, was willst du mit Protobelt? Ist auf jeden Fall ein nice Buff. Gerade für Spieler in den loweren Elos. Denn da ist Annie eigentlich ein super sehr guter Champion. Aurelion, Leute. Ich weiß nicht, was bei Aurelion das Problem ist. Ich sag das immer wieder, Leute. Aurelion ist ein sehr spezieller Fall. Mit dem setze ich mich auch nicht auseinander. Aber sein Leben zu erhöhen, sollte das wahrscheinlich nicht ändern.
Ich habe noch nie einen. Ich hab schon Aurelion-Spieler gesehen, die ein gutes Early-Game hatten. Trotzdem waren sie kacke. Ich weiß jetzt nicht, ob es am Champion lag oder am Spieler. Aber es ist ein netter Buff. Auf jeden Fall, Leute. 65 Leben mehr ist ein super, super nicer Buff. Aber ich glaube nicht, dass es ihm dort helfen wird, bei dem, wo er struggelt. Aber lass ich mal so stehen. Caitlyn, Leute, bekommt sehr viele Buffs. Buff nach Buff nach Buff nach Buff nach Buff. Ich gehe schon so weit, dass ich mittlerweile anfange, Caitlyn ein bisschen zu bannen. Denn selbst vor diesen Buffs, wenn eine Caitlyn eine gute Landing Phase hatte, früh Tower geholt hat, wird sie einfach alles wegficken, Leute. Jetzt hat sie nochmal 4 Base AD mehr dazu bekommen. Ich glaube, sie hat nebenbei nochmal ein paar andere Buffs bekommen. Ich frage mich, warum man ihr Early Game buffen muss. Historisch gesehen ist ihr Midgame immer ein Problem gewesen für sie. Warum buffen die nicht ihr Midgame? So, warum gerade das Early Game? I don't know. Echo, Leute. Der kriegt auch gerade sehr viele Buffs. Ich sehe schon viel öfters Leute Echo Jungle spielen. Echo Lane ist irgendwie nicht so populär. Diese Buffs hier sind gerade für Echo Jungle nochmal besser. Also eigentlich für beides. So klar, längere Stun Duration. Man kann die W sehr oft im Jungle nutzen. Es ist auch leichter, die W zu nutzen, wenn man für einen Gank geht. Die Mana Kosten runtergehen, cool für Lane Echo. Aber Lane Echo nutzt jetzt die W nicht unbedingt so oft. Von daher mehr ein Buff für Jungle, ja. Gerade auch mit den letzten Changes, die er bekommen hat. Sehr nice. Evelynn, Leute. Evelynn kriegt mehr Damage. Finde ich unnötig, aber yo, cool. 40% mehr Damage auf Gegnern, die auf unter 30%, die unter 30% Leben haben. Und ist das ja einfach jetzt nur der normale Empowered Damage? Wenn er maximal ist, oder? Weiß ich nicht. Wenn ihr squishy seid, tötet euch Evelynn so oder so. Wenn dieser Buff dazu kommt, overkillt sie euch. So oder so. Wenn ihr ein Tank seid oder ein tankigeres Ziel, sind das nette Buffs. Aber ich finde, Evelynn braucht nicht wirklich Buffs. Ich fand die letzten Nerfs fand ich in Ordnung. Ja, macht die Early Game noch ein bisschen schwächer. Dadurch hat sie schwieriger zu snowballen. Und wenn sie snowballt, dann hat sie sich auch irgendwo verdient und so. Warum gerade von allem die Ulti buffen? Ich meine. Okay, cool. Wenn du die Ulti buffst. Na, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich verstehe es nicht. Ja. Jhin, bisschen mehr AD. Ich finde, es macht bei Jhin etwas weniger aus als bei Caitlyn, weil Caitlyn consistent angreift und Jhin arbeitet auch mit so hohen AD-Werten, dass er diese zwei nicht so viel ausmachen. Das ist Placebo, finde ich. Wird seine Winrate erhöhen? Natürlich. 2 AD mehr. Aber wahrscheinlich eher sehr minimal. Kaiser, weniger Attacks mit auf ihrer E. Aber es sind nur 20% weniger, macht nicht so viel aus. Diese Changes hier sind erst ab Level 13 ein minimaler Nerf. Und ich finde, bei Kaiser ist das Problem, sie ist in jeder Phase des Spiels bereits gut dabei. Kaiser-Spieler overcappen meistens sogar ein bisschen ihre Attack-Speed, wenn sie das klassische Bild gehen mit Rageblade und Nash's Tooth. Ich glaube, Rageblade, Nash's Tooth, Attack-Speed, wenn man das Rageblade gestackt hat, overcappen sie sogar schon. Ich habe schon viele Kaiser-Spieler gesehen, die so oder so ein Lethal-Tempo mitnehmen. Das ist, weiß ich nicht. Das macht nicht so viel aus. Kayle, 5 Damage mehr auf ihrer E. Cool, sie kann ein bisschen besser lasteten und so weiter. Leute, ich habe bis Kayle öfters gespielt, als die neue Version rauskam. Wie soll ich das sagen? Kayles Landing Phase ist safer geworden, weil sie Rage Drop schon ab Level 6 hat. Aber sie braucht trotzdem ihr Level 11 jetzt, damit sie überhaupt erst Waves pushen kann. Was scheiße ist. Die jetzige Kayle zur Kayle-Version davor hat kaum einen Unterschied irgendwie vom Feeling her. AP-Builds lohnen sich auch meistens gar nicht. Weil man irgendwie. Kayle will ja CDR haben. Und AP und Attack Speed. Und was baue ich? Weil irgendwie ist auch Gunblade populär geworden. Ich weiß nicht, Leute. Kayle ist so ein Gemisch aus allem. Sie will jeden Stat haben, kriegt aber nicht jeden Stat und braucht dann zu viel Gold. Und dann noch die Levels gleich. Ist sehr. Leute, bei der alten Kayle brauchte ich Level. So geil, Alter, ich bin Level 11, ich bin jetzt eine Kampfmaschine. Geil, ich bin Level 16, ich bin eine Kampfmaschine. Scheiß auf Items, diese Kayle braucht alles. Das wird ihr im Early Game auf jeden Fall helfen, weil sie irgendwie Papier damit hat. Aber ich finde, Kayle hat noch keinen definierten Style. Das ist das Problem, so ist es gut ausgedrückt. Lee Sin, Leute, Placebo-Buff, holla die Waldfee, Alter. Dass der Ulti-Damage hochgeht, ist nicht notwendig. Ist aber wahrscheinlich, damit die Worlds flashiger sind. Ich finde Lee fein, so wie er ist. Ich finde die völlig fein, ja. Aber soll wahrscheinlich für Worlds sein. 25 Damage mehr auf Ulti. Da werden wir sehr offensive Lee Sin-Spieler sehen. MF. E wurde gebufft. Ist ein Buff für AD Carry MF. Ich habe am Anfang über Support MF nachgedacht, weil geil, mehr Utility. Aber Support MF maxt E. Das heißt, man kann diesen Buff hier nur in sehr wenig Level nutzen.
Ich glaube, bis vor Level 9 ist das ein Buff. Für AD Carry MF ist es aber sehr nice, weil die im Normalfall Q maxen, into W, into E. Von daher ganz cool, hier nochmal ein bisschen mehr Slow zu haben. Ja, gerade auf den lowere Elos ist es ziemlich, ziemlich nice. Okay, Nunu. Sind zwar Nerfs, ne, die er bekommt. Ach, Leute, Nunu ist irgendwie ein Monster in Solo Queue. Wahrscheinlich, weil er sehr hart zu dodgende Ganks hat. 8 Leben weniger pro Level. Juckt nicht so sehr, denn im Late Game ist Nunu so oder so ein Tank. Und da wird ihn das Leben nicht so viel jucken, weil er eine Billion hat. Okay, weniger Armor juckt nicht so sehr. Das 0,5 Armor, die er pro Level verliert im Late Game. Er spielt oder so mit Aftershock. Hat er 2000 Armor, juckt ihn nicht. Mana, 3 Mana weniger, juckt nicht. 0,4 Mana weniger juckt auch nicht, weil man ihn im Jungle spielt. Und wenn man dort das AP, den Talisman hat, hat man so oder so sehr viel Mana-Nerf. Der einzige Nerf, der jucken wird, ist, dass die E genervt wird. Ich glaube, Nunu-Spieler maxen den Schneeball am Anfang. Ich könnte mich überirren. Auf jeden Fall maxen sie nicht die E. Und dass das Slow runtergeht, gibt den Leuten mehr Möglichkeiten, um aus dem Snare runterzulaufen. Ja? Wobei ich mich frage, geht das überhaupt, wenn er mit Schneeball ankommt und dann E macht? Kann man da überhaupt rauslaufen? Also es sind weniger Nerfs, als sie denken. Sind es Nerfs? Natürlich sind es Nerfs. Deine Winrate wird auch besser runtergehen. Aber es macht weniger aus, als sie denken. Timo, die Q, wenn ihr geblindet seid, dann kommt da so ein dann flasht alles in grün auf. Cool, kann man das leichter sehen. We'll now have a bar. Okay, W zeigt, wie lange sie an ist. Mushrooms will now trigger most, especially on enemy dashing through them quickly. Echt, das geht? Cool. Die Ultis procken leichter. Rift Scuttle kann die Shrooms nicht mehr aktivieren. Es sei denn, es ist in Combat. Sehr gut, da kann man sehr gute Setups machen. Die Pilze können unendlich oft bouncen voneinander. Es ist cool. Gibt wenig Möglichkeiten, wo man das nutzen kann. Aber wenn man zum Beispiel Angst hat, irgendwie tief in River reinzugehen oder sowas, kann man die dann einfach aufeinander stacken und auch rüberwerfen. Finde ich sehr cool. Das hier ist ein Placebo-Buff. Immer wenn ich Timo gespielt habe, also das Cap von Pilzen geht von 3 auf 3, 4, 5 hoch. Immer wenn ich Timo gespielt habe, Leute, ich hatte niemals 3 Pilze. Und wenn schon super, super selten, irrelevant. Warwicks W-Passive funktioniert jetzt. Mit Attack Speed cool, I guess. Xayah, 3 Base Armor weniger. Macht mehr aus, als sie denkt. Ja, das heißt, sie kann nicht mehr so in Fights reingehen und wird dann in Fights auch mehr kassieren. Dass der Cooldown der Ulti hochgeht. Das hier, auf das die Level 1 Ulti macht was aus. Ich finde, bei Level 2 ist, also sie geht ja konsistent um 20 Sekunden hoch. Level 1 macht das noch was aus. Level 2 wird es nicht mal so relevant sein, weil wir bis hierhin auch locker unseren Essence Reaver fertig haben. Und wir die Ulti eh nicht auf Cooler nutzen. Und bei Level 3 mehr oder weniger dasselbe. Ich meine, wenn ihr tot seid, ihr seid schon im Late Game, Level 16, ihr seid 40 Sekunden im Death Timer drinne. So, dann chillt ihr noch, dann müsst ihr noch mal irgendwo hinlaufen. Dauert auch nochmal 20 Sekunden. So, es ist eine Minute schon mal weg. Jetzt stellt sich raus, oh cool, ihr habt eh noch Cooler Reduction mit dabei. Dann ist auch nochmal wieder was weg. Dann wartet ihr eh noch drauf, dass euer Team irgendein Setup macht. Boom. Also es macht das was aus, ja, aber es macht weniger aus, als man denkt. Zoe, mehr Damage auf ihrer Passiven. 6 Damage mehr across the board. Wenn ich das richtig sehe. Ne, hier sind es 8. Hier sind es auch wieder 8. Ne, warte, ist es 8 Damage mehr? Lol, irgendwelche komischen Werte. 6 bis 8 Damage mehr. Ich finde Zoe nervig, deswegen bin ich hier biased. Ich hasse sie. Ich hasse viele Champions, actually, fällt mir so auf. In einer dicken Combo macht das viel aus. Ja, wenn Zoe komplett im Midi-Range in euch reinläuft und sie macht irgendwie E-Auto-Attack, dann macht sie Q, dann macht sie Q-Auto-Attack und dann W und so, kann sich das hier hochstacken. Es ist ein netter Buff, aber ich glaube, es macht weniger aus, als man denkt. Es ist ein Buff, ja, aber nicht allzu hart. Aber jo, Leute, noch einmal kurz zusammengefasst. Aatrox ist jetzt wirklich ein okay Champion. Ich würde mich nicht mehr darüber beschweren, über ihn zu lane. Akali, fick dich, du bist tot. Also zumindest ihr Early Game ist sehr, sehr tot. Sie ist so leicht zu ganken. Any Buff, cool. Aurelion Buff, cool, I guess. Caitlyn Buff, aufpassen, Leute. Ich bann sie schon. Vor diesem Patch. Echo Buff, Jungle Echo, Leute. Probiert es auf jeden Fall mal aus. Vielleicht werde ich euch ein Gameplay dafür machen, um es immer selbst abzuchecken. Evelynn, ja, ist gebufft, aber macht weniger aus, als man denkt. Vielleicht, wenn sie auf Tanks drauf geht. Wir sehen aber kaum Tanks in der jetzigen Meta. Von daher. Aber sie hat diesen Buff nicht gebraucht. Jhin Buff ist Placebo. Kaiser Nerf ist Placebo. Kayle Buff ist Placebo. Ja, ist Placebo. Ja, ja, ja.
Ja. Lee Buff, aufpassen, Leute. Der wird reinscheppern. MF Buff, cool. Philo Elo, Nunu Nerfs, nicht so schlimm. Teemo spielt eh keine Sau. Warwick, cool. Er ist jetzt ein Champion irgendwie und er hat eine W-Dingens. Kaiser ist genervt, ist immer noch stark. Zoe ist gebufft, ist immer noch eine kleine Fotze. Aber ja, Leute, das war's von mir. Ich bin dann noch erstmal weg. Tschö, tschö. Hau dir rein und bis zum nächsten Mal.